Shalom, Agabe Shalom, immer denken, wie Gott denkt. Halleluja, preis dem Herrn. Ein ganz spannendes Thema, Jobsuche. Da passt auch dieser Hut ein bisschen hier. Der Australien Outback, der kommt vom Outback in der Ecke von Brisbane, habe ich den bei dem, wie nennt sich es nochmal, Australien Outback Spectacular. Hier würde man das ein bisschen anders nennen. Hier würde man Freilichtspiele nennen. Mit einem ganz bestimmten Thema, das will ich kurz anschneiden, und zwar Lighthouse. Kann ich mal googeln, ja, was für eine Bedeutung dahinter steht. Das ist eine australische Spezialeinheit im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und die haben mit 700 noch was auf Pferden berittenen Soldaten eine Stadt eingenommen, die uneinnehmbar war, sie vielleicht nicht ganz, oder ja, aber die Engländer haben mit 6000 Soldaten die Stadt belagert, weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, im Nahen Osten, in Israel, und die hätten die Stadt nicht einnehmen können. Und die jetzt mit 750, mit kaum Verluste, paar Soldaten haben sie dabei verloren, haben das geschafft. Kann ich mal googeln, das ist ganz interessant. Das ist eine echte, wie Gott auch durch diese Art und Weise wirkt, ja, immer wieder. Ja. Und ohne da jetzt zu tief reinzugehen, weil das natürlich auch wieder andere Stimme aufweckt und so weiter und so fort, Militär und Christsein und das, nee, das ist jetzt aber nicht das Thema hier, hier ist Jobsuche, was ja auch, ja, bis hin zu einem Krieg sein kann, ja, Mobbing, das Ganze und so weiter und so fort. Ja, hier geht es speziell in dem Bereich, als Kind Gottes, als Christ, auf Jobsuche, so will ich das mal überschreiben, ja, oder betiteln. Also da gehe ich jetzt mal von der Grundvoraussetzung aus, dass du Gott mit einbeziehst in deine Jobsuche und das nicht vollkommen alleine machst. Sondern der erste Punkt, meiner Ansicht nach, mit der wichtigste, weil das so ein bisschen durchgehen, die Herausforderungen, das Umfeld und so weiter. Ja, jeder hat natürlich sein spezielles Umfeld, auch sein spezielles kirchliches Umfeld. Und je nach Denomination und ob es ein charismatischer Bereich oder egal, ja, gibt es auch wieder Unterschiede. Ja. So, aber der Punkt ist der, was hat Jesus gemacht? Ja, da waren ja auch die Menschen auf der Suche, nach die einen nach Heilung, die anderen nach Antworten, nach dies und jenes. Und was hat Jesus in seinen 3,5 Jahren immer als erstes gemacht? Wenn er vor einer Person steht, jetzt nehmen wir an, du stehst vor Jesus. Und da fängt es schon an, dass wir das wieder neu entdecken müssen in der vorletzten oder vorvorletzten, vor knapp drei Wochen oder stark 2 Wochen, im Glory House, hat eine Schwester ein Bild gekriegt, Glory House von Glory Life, kannst du mal auf die Homepage gehen, Glory Life Filderstadt, ja, ganz super Gemeinde, und wo man auch sehr viel Hilfen in dem Bereich kriegt, ja. Und eine Schwester das Bild gekriegt, ja, die Lupe, ja, mit der Lupe. Das Bild einer Lupe. Wir müssen in vielen Bereichen, vor allem in Zeit, also das war auf das Wort Gottes bezogen, ja. Und die Botschaft war ganz klar, dass wir gewisse Dinge nicht unter Verurteilung, nicht unter Religion, aber steht es wirklich so drin? Ich hab als Kind schon die Weihnachtsgeschichte gespielt, erst vor ein paar Jahren, vor vielleicht 10, 12, 13 Jahren, ist mir aufgefallen, so wie ich die Weihnachtsgeschichte gespielt habe, steht da 20-30% gar nicht so in der Bibel drin. 3 Weise aus dem Morgenland, da steht nichts von 3, die Weise aus dem Morgenland, ja. Und so ist man schnell traditionell aus irgendwelchem und in so einem Komplex drin, wo du schon gar nicht mehr zu dir selber findest, wie, wo, wer, was. Und schon bist du vielleicht, hast einen Job angenommen, musst wieder gucken, wie du rauskommst und das ganze Getrödel, ja. So, was hat Jesus gemacht? Jesus hat immer
zuerst gefragt, was willst du, dass ich dir tue? So, jetzt gibt es verschiedene, warum Jesus, wenn der Blinde, der wusste, Jesus wusste ja im Voraus schon, in der Regel oder meistens wahrscheinlich oder immer vielleicht sogar, weiß ich jetzt nicht, so habe ich mich schon genau mit dem Thema noch nicht befasst, was die Person wollte oder auch nicht wollte. Für Jesus war wichtig, deine Einstimmung dazu zu bekommen, das eine oder andere so zu machen oder vielleicht auch ganz anders zu machen. Ja, so, deshalb hat er sich nochmal eine Legalität, also es war jetzt bei Jesus so, eine Legalität geholt, indem er gefragt hat, ja, was willst du, dass ich dir tue? Ja, aber Gott will immer wissen, was willst du? Ja, Gott ist nicht so ein Typ, der über das Ganze drüber rüberfährt, ja, und Kaffeetasse ist immer gut, ein Schluck zwischendrin, dann kommt die beste Idee vom Heiligen Geist. Halleluja! Oder dringe durch sozusagen. Ja. Fällt mir eine Geschichte vom Yonggi Cho, kannst du mal googeln, die größte Einzelkirche der Welt, Yuido Full Gospel Church. Und wo dann ganz am Anfang von seinem Glaubensleben gestanden ist, da hat er um ein Fahrrad gebetet. Ja. Und er hat es dann gekriegt, ich weiß nicht wie lange, aber relativ, ja. Er hat auch ziemlich, relativ lange ist ungeduldig geworden, hat er gesagt, Gott, ja, da steht doch in der Bibel drin, um was ich bitten werde und so weiter und so fort, die ganze Bibelstelle. Und das kriege ich dann, wieso kriege ich das, wieso kriege ich kein Fahrrad? Und dann hat er gesagt, und so hat er es auch, und so ist es auch oft mit Möbel gegangen, wo er für die Gemeinde und, oder für sich dann Möbel und so weiter gebraucht hat. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, du hast mir noch nicht gesagt, was für ein Fahrrad du willst. Sag mir zuerst, was für ein Fahrrad du willst. Und dann so ein Typ wie der Yonggi Cho, ja, so ganz perfekt und genau wie wir hier in Deutschland auch, ja. Dann hat er aufgeschrieben, amerikanische Marke und so weiter und so fort. Eigentlich unmöglich, ja, in 3 Tagen hat er es gehabt. Ja, so. Bei mir, ich schreibe alles und was weiß ich wie auf, aber ich habe es nicht in 3 Tagen, ich habe es bis jetzt noch nicht, was ich im Mai bestellt habe, bei Gott, ja, wo, ja, und so, jetzt muss ich da leider einen Break machen, weil ich weiß nicht, wie viel es aufgenommen hat, irgendwie eine falsche Taste gedrückt, also im nächsten Video geht es auf jeden Fall spannend weiter, Shalom, Agape Shalom, immer denken, wie Gott denkt.